Die große Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Finger weg! Die Fibel ist nur für Mitglieder des Schnabeltierclubs. Auch wenn sich alles in mir sträubt, diese Frage zu stellen. Wie kann ich gleich Mitglied im Schnabeltierclub werden? Ganz einfach. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Was mal wieder beweist, dass Glück ein sehr subjektiver Begriff ist. Schnabeltier, Schnabeltier, ich wünschte, ich wäre heut bei dir. Dein Anblick ist mir ein Pläsier, dein Atem riecht nach Schnabeltier. Willst keine Bissspuren du im Zwieback, nimm kein Schnabeltier zum Biwak. Rund der Schnabel platt das Schwänzchen, hättest du Lust auf ein Tänzchen. Dein Anblick ist mir ein Pläsier, dein Atem riecht. Willst keine. So sehr ich Fachidioten auch verabscheue. Der Hut ist irgendwie lässig. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Willkommen im Schnabeltierparadies. Was kann ich Schnabelhaftes für Sie tun? Was zum Kuckuck ist denn das hier bloß für ein Laden? Es ist ein Souvenirshop. Wir haben alles, was das Touristenherz begehrt. Schnabeltier-Grußkarten, Schnabeltier-Pralinen, Schnabeltier-Mützen, Schnabeltier-Rückenkratzer, Schnabeltier-Schmuck, kleine Schnabeltier-Repliken für den Kamin, Schnabel-Kuscheltiere, T-Shirts mit lustigen Schnabeltiersprüchen und Musikdatasetten mit Schnabeltierlauten. Tja, da bleibt kein Wunsch offen. Kann es sein, dass du Schnabeltiere magst? Sieht so aus, hm? Schnabeltiere sind meine Lebensgrundlage. Wenn man weiß, wo man sie findet, kann man ein kleines Vermögen verdienen. Indem man Rückenkratzer an Touristen verkauft? Du hast ja keine Ahnung. Aber ich beliefere zum Beispiel auch das Schnabeltierrestaurant. Und außerdem bin ich Buchhalter für Schnabeltierkampfwetten und Leiter des Schnabeltierclubs. Schnabeltiere sind sogar die Inspiration für meine Poesie. Du schreibst Schnabeltiergedichte? Ja, hauptsächlich für Grußkarten. Sie werden aber auch wöchentlich in der Schnabeltier Daily abgedruckt. Hast du auch irgendwas, das nicht aus Schnabeltieren gemacht ist? Naja, die Schnabeltierstatuen sind aus Ton. Aber ich benutze Schnabeltierwachs für die Lackierung. Was sind das für Grußkarten? Das ist Poesie. Schnabeltierpoesie. Also, wenn du mal Zeit hast, musst du mir unbedingt mal was von deiner Dichtkunst vortragen. Na, dann schnall dich mal an. Hier kommt jetzt der Klassiker. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Wow, ich fühle mich auf einmal so... Erleuchtet? Rein? Bewegt? Krank. Du belieferst auch das Schnabeltierrestaurant? Ja, man kann viele leckere Gerichte aus Schnabeltieren machen. Und wenn es mal einen Engpass gibt? Boah, das wäre eine Katastrophe. Das Restaurant müsste seine Karte komplett umstellen. Aber so weit wird es nie kommen. Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt gibt es überall unbewachte Nester. Was meinst du mit unbewachte Nester? In jeder Generation gibt es ein ganz besonders böses Schnabeltier, das Nest des Rudels bewacht. Was können die schon groß machen? Nach deinen Fingern schnappen? Ich sag's dir, das sind richtige Biester. Beißen die sich etwa auch durch Handschuhe? Und Suspensorien. Wenn du dich für Nestwächter interessierst, Clubmitglieder können alles Wissenswerte über sie in der Schnabeltierfibel nachlesen. Juhu! Was hat es mit diesem Schnabeltierclub auf sich? Das ist eine tolle Sache. Als Mitglied bekommt man immer brandheiße Informationen aus der Welt des Schnabeltiers Freihaus. Man erfährt als Erster alles über das Wunder der Schnabeltierbrut und kennt schon vor Wintereinbruch die Routen der Schnabeltierwanderung. Außerdem wachsen einem Federn am Bürzel. Schnabeltiere haben weder Federn noch Pürzel. Als Clubmitglied wüsstest du sowas. Jedes Mitglied bekommt bei Eintritt die neueste Ausgabe der Schnabeltierfibel. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Mit etwas Hilfe von Fortuna kannst selbst du in den engeren Kreis der Schnabeltierfamilie aufgenommen werden. Wenn Fortuna sich wirklich mit so einem Mist beschäftigt, erklärt das meine Pechsträhne in letzter Zeit.
Was kannst du mir noch alles überschneiden? Eine Menge. Aber das würde den... Und das will niemand. Wenn du Mitglied im Schnabeltierclub wärst, würdest du von mir die Schnabeltierfibel bekommen. Da könntest du dann alles selber nachschlagen. Ach ja, das Leben könnte so schön sein. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlt etwas. Aber was? Ich rühre grundsätzlich nicht. Hier gibt es scheinbar nur Gerichte, die aus Schnabeltieren zubereitet sind. Das wird Lady Goal gar nicht gefallen. Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Ist das Ihre Bestellung? Ja, wieso? Gut, das macht dann 0 Slotti. Hehe, da gebe ich doch extra Trinkgeld. Sagen wir 30%. Zu großzügig. Der Rest ist für Sie. Bin mal gespannt, ob mir mein sprichwörtliches Bastlerglück die Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub geangelt hat. Das größte Glück ist, andere lächeln zu sehen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Anti-Schwerkraftsocken, die haben hier echt alles. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Die Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit. Sieht aus wie eine normale Sonnenbrille. Nur, dass das Glas mit schwarzer Farbe übermalt wurde. Geil! Ein Saftpressenhut. Damit sehe ich bestimmt extra lässig aus. Wie ein Mann von Welt. Goal wäre garantiert hin und weg. Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Bitte vergessen Sie nicht, die Waage zurück an Ihren Platz zu legen, bevor Sie den Laden verlassen. So einen brauchen Goal und ich unbedingt für unsere Stadtvilla auf Elysium. Wir könnten ihn zum Beispiel ins Schlafzimmer stellen. Dann könnte ich direkt vom Bett aus schreddern. Der Hauptgewinn ist eine voll funktionsfähige Torpedo-Ausrüstung. Oh Junge, so eine wollte ich schon immer haben.
Die Gurke der Erkenntnis. Hey, ich glaube, ich habe tatsächlich gerade eine Eingebung. Man sollte niemals einem Blinden blind vertrauen, sonst dreht er einem den übelsten Mist an. Aham. Was soll das denn sein? Ein Glückskeks. Wo du doch die ganze Zeit mit deinem ach so tollen Anglerglück prahlst, vielleicht könntest du zur Abwechslung mal den Beweis antreten. Wenn's weiter nichts ist. Da hast du es. Ich habe gewonnen. Hurra. Was? Zeig her. Nichts da. Es ist mein Gewinn. Und ich wollte schon immer, Mitglied im Schnabeltierclub sein. Aber es war mein Keks. Ist ja schon gut. Hier hast du deinen bescheuerten Ausweis. Ich bin eh bereits Mitglied in diesem dämlichen Club. Bin mal versehentlich auf ein Rubbel losgefallen. Und lass mich ab jetzt mit so einem Unsinn in Ruhe. Schau mal her. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Was zum... Hast du den etwa gefangen? Sieht so aus, was? Beim Klabautermann. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Wie ist das nur möglich bei deinem Mangel an Anglerglück? Was ist dein Anglergeheimnis? Ich benutze einen Spezialköder. Ha! Jetzt behauptet er auch noch, er habe einen... Moment. Köder sind wichtig. Und irgendwomit musst du den Rasiermesserfisch ja gefangen haben. Hast du am Ende tatsächlich einen Spezialköder? Willst du mich etwa einen Lügner nennen? Nicht, wenn du mir deinen Köder zeigst. Was bekomme ich denn dafür? Naja, ich kann dir einen Tigerfisch anbieten. Einen schnöden Tigerfisch gegen meinen super Spezialköder? So. Hast du sie noch alle? Dann eben nicht. Eben wohl nämlich nicht. Jawohl. Pff, ist mir doch egal. Wenn du irgendwann einen Tigerfisch willst, bring mir deinen Spezialköder. Ansonsten, kusch. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Hey, bleib stehen! So ein Käse. Ist das dein Ernst? Du kannst nicht mal einen Fisch fangen, der bereits an Land liegt? Ich wollte ihn gar nicht nehmen. Er litt an Epilepsie. Was auch immer. Behalte deinen Köder, bis du wirklich einen Fisch willst. Ansonsten verzieh dich. Ich bin jetzt Mitglied im Schnabeltierclub. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt offiziell ein Teil der Schnabeltiergemeinde. Muss ich mir die Haare rasieren oder Kutten tragen? Nein, aber du bekommst eine Gratiskopie der Schnabeltierfibel. Und das ist nicht verhandelbar? Bewahre sie gut auf. Sie könnte dir eines Tages dein Leben retten. Die große Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Dann wollen wir doch mal schauen, ob was Nützliches drinsteht. Das hier ist interessant. Offenbar gibt es in jeder Generation ein Schnabeltier pro Gattung, das die Nester vor Räubern bewacht. Die Eier dieser Nestwächter werden vom Muttertier gut versteckt. Es gibt 4 Schnabeltiergattungen, also insgesamt 4 Nestwächtereier. Natürlich. Ich muss nur die 4 Nestwächtereier finden und ausbrüten. Dann landen die entsprechenden Schnabeltiere auch nicht mehr auf der Speisekarte. Und ich kann Goal endlich zum Essen einladen. Der Plan ist so bescheuert.
Also so bescheuert, der muss einfach funktionieren.